für eine Wetterstation, eine neuartige Waffe oder ein Beobachtungsgerät für UFOs hielten Neugierige diese seltsame Kugel montiert an einer Alouette 3 der Schweizer Armee. Weder für den Kampf noch zur Voraussage des Wetters von morgen ist die Kugel bestimmt. Es handelt sich um ein gyroskopisch stabilisiertes Gerät mit eingebauter Filmkamera. Drei Kreisel in verschiedenen Achsen liegend rotieren mit 25.000 Drehungen pro Minute. Diese Einrichtung gestattet fast hundertprozentig erschütterungsfreie Filmaufnahmen aus verschiedensten Transportmitteln wie Helikopter, Auto, Kran, Seilbahn oder Motorboot. Das sogenannte Westcam-System, in Kanada entwickelt, kostet 4,5 Millionen Franken. Für den Kameramann heißt es sich umgewöhnen. Bildausschnitt, Zoom, Blende und Schärfe werden von einem Monitor aus im Innern des Helikopters bedient. Die größte Umstellung früher ist man draußen gesessen, hat den ganzen Wind gehabt und hat selbstverständlich in der langen Brennweite nicht mehr können drehen, weil es zu sehr vibriert hat. Ist eine grosse Umstellung für euch? Es ist schon eine grosse Umstellung, weil sie ja nach allen Seiten dreht, wo sie selber nicht sehen, sondern sie sehen das Bild nur durch den Monitor. Dann müssen sie es zuerst suchen und sie haben den Monitor im Schwarz-Weiß. Also, und gerade in den Bergen ist es schwieriger dadurch, dass sie fast keinen Kontrast haben. Der zurzeit in den Schweizer Alpen entstehende 30-minütige Breitbandfarbfilm Rettung im Hochgebirge erfordert präzise Zusammenarbeit zwischen Pilot und Kameramann. Der schwierigste Moment war, als wir gefilmt haben im Senjespass oben bei einer Föhnlage, starker Turbulenz, wo wir die Bergsteiger auf den Kreten oben mussten filmen, im stationären Schwebeflug. Man hatte stark zu kämpfen gegen den Föhn. Die Antenne war dabei. In den Bündner Alpen stürzen bei einer heiklen Passage zwei Kletterer in die Tiefe. Ein Armeehelikopter ist Retter in höchster Not. Hier ein Ausschnitt aus den Dreharbeiten, die allein für diese Szene eine Woche in Anspruch nahmen. Kletterer werden aus misslicher Lage befreit, Skifahrer, darunter Weltmeister Rossi, aus einer Lawine geborgen. Des Weiteren ist die Filmkugel zu Besuch bei einem Verwundeten in einer Gletscherspalte. Nur wenigen ist bekannt, wie sehr sich Armeeflugzeuge und Rettungstruppen bei Bergunfällen einsetzen. Diese Wissenslücke will Rettung im Hochgebirge schließen. Darum auch ein Grund, warum Produzent und Regisseur Walter Kägi den Film in Zusammenarbeit mit dem Armeefilmdienst dreht, wobei das EMD Flugmittel und Statisten stellt. Voraussichtlich Ende dieses Jahres soll der Streifen in den internationalen Filmverleih kommen und im In- und Ausland helvetisches Samaritertum loben und preisen.